kein Problem für Katrin Lengert. Ball. Melanie Hoffmann und Islacker kommt nicht ganz an den Ball. Die bisher gefährlichste Aktion der Essenerin, allerdings resultierend durch diesen Abwehrspieler. Abwehrfehler. Für Essen. Und wieder natürlich Melanie Hoffmann wird sie schießen. Steffi Weichelt war das. Zwingt Katrin Lenger zu einer grandiosen Parade. Stefanie Weichelt, die beste Möglichkeit nach diesem Eckball von Melanie Hoffmann. Ungedeckt und toll reagiert von Katrin Lengert. Hier nochmal die große Chance für Essen. Pariert von Katrin Lengert. Starker Kopfstoß, starke Torwartleistung. Ja, und es war. Ermahnung von Christine Beck an die Essenerin. Und Freistoß. Unnötig, diese Aktion. Sind natürlich wieder vorne mit dabei. Konjaki und Dume. Oh, direkt aufs Tor gezogen. Katrin Lengert nicht zum ersten Mal mit einer starken Reaktion verhindert hier den zweiten Essener Treffer. Da sehen wir es nochmal. Gute Reaktion der Duisburger Torhüterin. Und nochmal. Und das war jetzt endgültig der Schlusspfiff. Der FCR 2001 Duisburg steht im Finale in Berlin. Am 26. Mai findet es statt und trifft